What's up, meine Wölfe? Ich habe einen Geheimgang gefunden. Zwei. Okay, fangen wir beim Anfang an. Und zwar habe ich es geschafft, hier hinzukommen. Das Ganze war ein bisschen leichter, als ich es gedacht habe. Ich war im ersten Stockwerk und im zweiten Stockwerk. War gerade am Zurückschleichen. Ich habe euch ja versprochen, wir hören beim Speicherpunkt auf. Aber ich musste euch das jetzt zeigen. Und circa hier wurde ich entdeckt. Da musste ich mich hier kurz verstecken. Und auf einmal kam so ein Freak hier rein, wie auch immer der mich entdeckt hat. Ich war hockend, ohne Rennen, ohne alles hockend. Und es kam so ein Freak hier rein. Und dann musste ich sprinten. Und dann kam Abraham da raus. Und dann bin ich hier durchgesprintet, im Schnellgalopp. Hier durch, hier durch, hier durch. Und in dem Moment, wo ich irgendeine Taste gedrückt habe, ging die Tür zu. Und hier stand einer. Ungelogen, der stand vor der Tür. Zum Glück gab es da eine Spielbarriere. Hölle. Da habe ich gefunden, dass man im Aufzug auch nach ganz unten im Erdgeschoss drücken kann. Und wir kommen da raus. Ja, wir haben es geschafft, einen Weg zu finden, der nicht daher geht. Schön. Das heißt, wir können jetzt auch einfach diese Türen hoffentlich aufmachen. Und das wollte ich euch zeigen. Das heißt, in der heutigen Folge gehen wir, wie gesagt, hier hin. Und dann sehen wir das Grand Finale. Zumindestens eins davon. Vielleicht auch beide. Je nachdem, wie ich Lust habe. So, jetzt geht's erstmal eben speichern. Wahrscheinlich jetzt da. Also, bis gleich. Okay, das gab jetzt keine Steam-Errungenschaft. Warte, ich mach mal ganz kurz Stopp. Jetzt gehe ich mal ganz kurz hier rein. Was haben wir denn hier? Wir haben Glockenspiel. Lasse alle Glocken im Erdgeschoss erklingen. Ich weiß, dass es noch andere gab. Nicht nur hier, sondern auch hier. Allerdings dachte ich, da wären jetzt keine mehr von Relevanz. Ich dachte, das sind genau die gleichen. Lasse alle Glocken im Erdgeschoss erklingen. Alle Glocken. Es sind doch die Glöckchen, oder? Hm. Also wir müssen eh nach rechts. Das heißt, wir können das jetzt einfach mal probieren. Deine Rezeption. Der hängt wirklich immer an Möbeln fest. Das Lustige ist, dass das ja wirklich eine Errungenschaft ist. Ach da. Aber es sind doch genau die gleichen. Na komm, wir versuchen es nochmal. Kitchen. Great Hall. Waiting Area. Manager. Chapel. Keine Errungenschaft. Ich möchte sie trotzdem eigentlich. Guck mal, das hätten wir uns eigentlich auch mal richtig angucken können. Projektionsraum, Music Room, Dining Room, Office. Hier war ja das Grand Finale. Nun ja, wo sind wir jetzt? Wir sind hier. Wir müssen nach da. Das heißt, wir gehen mal eben hier hoch. Okay. Das ist doch schon mal schön. Wir werden eine Doppelspeicherung machen müssen. Ich will jetzt einmal speichern. Und dann will ich nochmal speichern, wenn wir erkannt haben, was in der Geheimtür ist. Ich habe da nämlich so eine Vermutung. Eine, die als einzige Sinn ergeben würde. Und ich weiß auch nicht, sind hier überhaupt noch Viecher unten? Ja gut, einer war ja noch da. Offenkundig. Okay. Jetzt absolute Konzentration, dass uns kein Mist passiert. Ich frage mich, wie viele Leute es gibt, die das schaffen, dass dieses Spiel ohne, also auf schwer, einmal durch. Okay. Angeblich hören die dann sogar, wenn du irgendwo atmest, pupst, was auch immer. Holy hell. Und ich frage mich auch, wie viele Leute es schaffen, das Spiel so durchzuspielen, dass du kein einziges Mal getroffen wirst. Das war der Ortsschlüssel. Ich dachte, sie sollte sich wegbewegen. Statt extra ganz fett in den Beitrag, soll sich nach vorne bewegen. Oh, holy shit. Scare-Experte haben wir bekommen. Nicht erschrecken, ich glaube, der zuckt hoch. Notenblatt.
Holy hell. Oh, können wir nicht mal einen Zylinder aus Spaß da reintun? Okay, nicht erschrecken. Okay. Verpasste Gelegenheit. Schöner Jumpscare. Wo geht das denn hin? Ich glaube nach unten. Fehlen dir Schlüsselobjekte? Wirf einen Blick auf die Karte, um zu sehen, welche Stellen du noch nicht erkundet hast. Haha, Schlüssel. Schlüsselobjekte. Haha. So, lass uns mal gucken, wo wir jetzt sind. Keine Karte vorhanden. Ja, verarsch mich doch nicht. Hier sind wir? Ich krieg zu viel. Ey, wir waren so nah. Schon mehrfach jetzt quasi. An dem versteckten Raum. Okay, eine Chance gibt dir noch, mich zu erschrecken. Dann eben nicht. Oh, der ist ein bisschen sehr nah. Leicht hätte ich nicht so rennen sollen. Okay, also wir haben jetzt das Notenblatt. Wir haben jetzt hier alles für beide Enden. Und ich hoffe, ihr seid bereit für das Grand Finale. Dieses Spiel hat Dinge verschenkt. Das werde ich mir dann natürlich nicht nehmen lassen, ein vernünftiges Fazit zu machen. Eventuell sogar als eigenständiges Video, wo wir dann einfach nochmal über alles sprechen. Holy hell. Also mir macht das übrigens ein bisschen Sorgen, dass Elisabeth gesagt hat, die macht alles meins, alle müssen mir gehorchen. Ja. Okay. Dann jetzt auf. Eine letzte Sonate? Nein. Eine letzte Odyssee. Wo sind wir? Da. Runter und da raus. Okay. Einmal, ja, zweimal noch. Hier durch. Was war hier? Ach ja, genau. Ich finde es halt seltsam, dass sie immer noch hier rumgammeln. Wo habe ich denn noch Glöckchen, die ich läuten kann? Ja. Die Frau ist echt hübsch gewesen. In der Zeit. Übrigens, ich habe eine Zeitung gefunden. Und zwar die hier. Nur, dass ihr sie mal sehen könnt. Ich will euch nichts vorenthalten. Die habe ich beim Weglaufen von Abraham gefunden. Im Speed-Modus quasi. Und es geht einfach darum, dass die Frau gestorben ist. Also Prudence Williams, wie ihr hier lesen könnt. Die Maid of Scare. Da haben wir sie irgendwo da. Maid von Scare. Das wollte ich euch nur nicht vorenthalten. Okay. Le Grand Finale. Thomas! Holy hell! My love! You're safe. I had to flee the attic. I've been hiding from them ever since. But we must hurry. Do you have the cylinders? Böses Ende oder gutes Ende? Pass auf, wir machen das jetzt so. Wie kann ich das machen, dass ihr beide Enden entscheiden könnt? Ich lade noch ein Video hoch, glaube ich. Ja. Ich glaube, ich lade noch ein Video hoch. Also pass auf, ihr dürft jetzt entscheiden, welches Ende ihr sehen wollt. Okay. Und zwar werde ich jetzt abbrechen. Ihr werdet aber direkt im Anschluss noch ein Video sehen. Das heißt, ich enthalte euch nichts vor. Ihr müsst auch nicht den ganzen Tag warten. Dieses Video ist jetzt vorbei, aber hört mir bitte zu. Im nächsten Video dürft ihr euch entscheiden, was ihr sehen wollt. Ich entscheide das jetzt nicht mehr für euch. Ich werde jetzt beide Enden spielen. Ich werde jetzt beide Enden aufnehmen. Und ihr entscheidet jetzt, was ihr sehen wollt in dem nächsten Video. Okay, wie das ablaufen wird, das seht ihr in dem nächsten Video. Macht euch keine Sorgen, es kommt jetzt direkt im Anschluss. 15 Minuten hiernach. Weniger kann ich bei YouTube nicht einstellen als Upload-Zeit, als Veröffentlichungszeit. Das heißt, in 15 Minuten seht ihr eure Antwort. Okay, bitte bleibt dran und guckt gleich nochmal auf dem Kanal rein. Bis gleich!